Hallo Freunde und willkommen zurück zu XCOM 2 War of the Chosen, wo wir in der letzten Folge nicht nur, beziehungsweise innerhalb der letzten Folgen, nicht nur recht ordentliche Einsätze hatten, sondern wir sind auch in einen Hinterhalt geraten bei einem verdeckten Einsatz. Und wollen unsere Leute jetzt hier oben lang, hier hinten hinführen, um dann da rauszukommen. Das Problem ist, wir wissen nicht, wo die restlichen Gegner sind. Hier laufen irgendwo wahrscheinlich noch Verlorene rum und vor allem laufen hier noch ein Mutant und ein Andromedon rum. Beziehungsweise es sind zwei und es ist mindestens ein Andromedon noch. Ich vermute, es ist halt ein Mutant und ein Andromedon. Aber wer weiß das schon so genau? Wir werden es vielleicht sehen, vielleicht kommen wir drum rum. Irgendwann müsste nämlich auch noch der, beziehungsweise es wird wahrscheinlich im Laufe der nächsten Runden auch nochmal ein Verlorenen-Schwarm auftauchen. Feindliche Aktivität. Aber momentan hören wir die Gegner nur. Es scheint, als würden sie sich in der Nähe der Evac-Zone. Los drauf. Noch einer Mücke entledigen. Ich halte zwar viel von Tierschutz, aber nicht was Mücken angeht. So, der Andromedon kann mich aber einfach mal. Ich habe nämlich keinen Bock auf den. Ich habe zwar einen Hacker dabei, aber zwei Kernels. Also die EP sind mir scheißegal. Wir machen uns einfach auf und davon. So, ich werde mit der Hackerin wahrscheinlich jetzt mal eben... Wobei, du kannst auch da hingehen. Schon unterwegs! Ich möchte halt nicht alle da oben am Fenster sammeln, weil da würde er ja auch durchaus durchkommen. Beziehungsweise, der hat ja auch einen Sprengkörper. Bin dabei. Darf man ja nicht vergessen. Gebe Feuerschutz! So. Da taucht nicht verloren, den Schwarm auf. Okay. Der ist kein Problem. So, da vorne will ich hin. Dafür Chops einmal bitte. Dahin. Schon unterwegs. So, sie hat schon vom Prinzip her freies Schussfeld auf die. Okay. Du gesetzt dich dazu. Setz dich dahin. Verstanden. So, die Frage ist natürlich, wie hoch ist denn Chops Chance, dass sie trifft? Ich meine, momentan ist eh, sollte ein Verlorener es schaffen, hier hoch zu klettern. Chops steht da und denkt sich so, guten Tag, hab Schwert ins Gesicht. Aber wir können sie auch gerade auf Distanz ausschalten. Ziel neutralisiert. Das eigentlich fast schon Verschwendung ist, aber nehmen wir den Schaden einfach mal. Jetzt nehmen wir die Leiche einfach mal mit. Beziehungsweise nehmen sie ja nicht mit, wir evakuieren ja, das heißt, wir lief perfekt. Habe ich nicht mit gerechnet, muss ich sagen. Meine Munition wird nichts. Weil es waren 63-65%. Sehr gut. Schon beeindruckt. So, Wächter triggert, wieder nochmal schießen. Schade. Das wäre zu schön gewesen. Überprüfe Visier. Ja, die können ja glücklicherweise nicht in Deckung gehen. So, ich würde sagen, wir holen uns die Erfahrungspunkte für den jetzt noch, auch wenn die echt alle nicht viel geben. Aber sie ist halt immer noch nur Major. Sie ist noch nicht Colonel. Das war echt gut. Ja. So, und sie kommt vor allem sogar noch bis da hinten hin. Das heißt, wir gehen jetzt einfach mit den beiden rüber. Beziehungsweise er scheint noch einen Gegner aufdecken zu können. Newton. Vermutlich. Oh, da hinten. Nö, du. Lass mal nicht machen. Den ignoriere ich jetzt gekonnt.
muss dann dahin. Lightning kann dann dahin laufen. Und dann können wir alle einfach evakuieren. Das lief ja ziemlich gut. Evakuierung bestätigt. Packen wir die Sachen. Ich hau ab. Auf wieder, tschüss. Keiner verwundet. Bisschen Erfahrungspunkte für den Major. Alle Mitglieder von Wave 1 wurden erfolgreich evakuiert. Ja, zwar nicht alle Gegner, aber das ist ja auch nicht Ziel so einer Mission. Wir müssen ja eigentlich nur unbeschadet, beziehungsweise möglichst unbeschadet da rauskommen. Das hat wundervoll funktioniert. Ich bin zufrieden. So. Die Frage ist, wir haben jetzt dadurch das Versteck des Hexers gefunden, ne? Das ist natürlich ganz angenehm, aber ich muss sagen, ich werde ihn jetzt nur nicht angreifen. Ich wage zu behaupten, dass es da gut wäre, wenn wir ohne Verluste zurückkehren. Besser hätte es nicht laufen können. Stack haben. So, es gibt ein verlassenes Lager mit Informationen. Gemeinsam haben wir unsere Aufgabe erfüllt. Yep. Wir haben noch etwas über die Auserwählten und ihre Pläne herausgefunden. Okay, nee, doch nicht. Meine Anhänger bewundern ihre Fähigkeiten mehr und mehr, Commander. Außerdem die mentale Stärke. Wahrscheinlich erhöht das den... Unsere Kampagne gegen die Ältesten schreitet voran und hat uns neue Fähigkeiten eingebracht. Das ist natürlich praktisch, auch wenn wir natürlich immer hoffen, dass wir sowas eigentlich gar nicht erkriegen. Unser Einfluss auf die Widerstandsfraktionen hat sie dazu bewegt, uns ein paar neue Informationen zu den Auserwählten zu geben. Hier können wir nochmal die Auserwählten-Aktivität kontern. Dauerhafte Einkommen senken. Ist nett, aber ich will die Fähigkeitspunkte haben. So, wen schicken wir denn dann los? Du bist mit Tepper. Nehmen wir dich, schicken Tepper mit und setzen 25 Infos rein. Die 6 Tage können wir nämlich nicht. Wir beginnen sofort mit der verdeckten Aktion, Commander. Weil eine Beförderung für einen Soldaten for free ist natürlich schon ziemlich geil. So, was haben wir denn eigentlich? Wenig Informationen und ungenutzte Illyrium-Kerne. Ja, das stimmt soweit. Kann hier gerade mal den Herrn Fischer rausnehmen. Den Illyrium-Kern auch einfach dann mal direkt ausgeben. Was holen wir uns denn, ist die Frage. Wir haben, glaube ich, nur einen Spinnenanzug, ne? Ich bin ja generell ein Freund davon, zwei zu haben. Aber wir können jetzt auch auf experimentelle, schwere Waffen zugreifen. Beziehungsweise konnten wir eigentlich auch schon vorher, glaube ich, aber... Weil ich bin mir gerade gar nicht sicher. Klingt gut, Commander. Ich lasse jetzt wir haben immer nur die normalen, schweren Waffen gehabt. Weil bei den experimentellen sind ein paar echt lustige Dinge dabei. So, wir können hier den Kontakt herstellen. Das wollten wir machen, genau. Solange es nur ein Fortschrittspunkt ist, ist es okay. Commander, die Aliens machen noch immer sehr Fortschritte gut beim Unterprojekt. Wenn wir sie verlangsamen wollen, ja, müssen wir uns beeilen. Wir sind dabei. Wir sind dabei. Ziellabor einsatzbereit. Sehr schön, endlich. Aber ich brauche hier, meine ich, auch einen Münzner. Brauchen wir auch einen Ingenieur und wir haben sogar. Stimmt, ja klar, haben wir einen Ingenieur. Hier war ja einer beim Dingens. So, unseren Rekruten bilden wir mal aus. Hallo, Commander. Sind sich auch nicht verkehrt. Können wir noch irgendwas Sinnvolles herstellen? Ja. Okay. All diese Menschen, Millionen unschuldiger Leben,
laufen unwissend in die Falle der Aliens. Wir hätten es früher sehen müssen. Wir wussten, dass man den Aliens nicht trauen kann. Tja. Aber ihre Nachricht war lauter als unsere. Und sie haben in ihren Stadtzentren gewiss mehr zu bieten als wir da draußen. Es darf aber auf keinen Fall so weitergehen, egal zu welchem Preis. Das wird es auch nicht. So. Es ist genau, wie ich gehofft hatte, Commander. Forschung ist abgeschlossen. Commander, das Labor ist zurzeit untätig und wir verschwenden wertvolle Zeit und Ressourcen, wenn wir keiner Forschung nachgehen. Bitte geben Sie uns möglichst bald eine neue Aufgabe. Ich werde es zu unserer höchsten Priorität machen. Ja, will ich auch hoffen. Okay, keine Soldaten mit negativen Eigenschaften, weil die wahrscheinlich gerade auf einem Einsatz sind. Das heißt, 2 Tage noch eben schnell warten. Der Auserwählten-Hexer arbeitet in dieser Region für seine Meister. Und wir bauen auch hier erstmal wieder... Sie werden gut beraten, den Visionen der Ältesten nicht länger in die Quere zu kommen, bevor es zu spät ist, Commander. Schwere Waffe noch holen. Komm, wir holen uns noch eine schwere Waffe. Und danach greifen wir dann auch endlich mal eine der Dingens hier an. Der Einrichtung. Einige meiner Anhänger sind auf dem Feld in Schwierigkeiten geraten. Ihre Unterstützung würde die Risiken minimieren. Hallöchen. Wir kriegen einen Ingenieur und 2 Colonel-Scharfschützen. Allerdings sind da auch 22 Gegner. Verlorenen Rohlinge, okay. Wenn davon ein paar dabei sind, bin ich zufrieden. Codex ist nervig. Phantom und Elite-Schildträger und Archiv. Es ist eigentlich alles nervig, bis auf der verlorenen Rohling-Ding. Die lache ich einfach nur aus. Setze Kurs auf. Aber es sind halt viele. Und wo verlorene Rohlinge sind, sind für gewöhnlich normale Verlorene auch nicht Sie weit. Sie sollten wissen, dass Verlorene in diesem Gebiet aktiv sind. Unsere Truppen müssen besonders wachsam sein. Ja, ich würde sagen, dich packen wir raus und packen noch Mox dafür rein. Dann können nämlich die 3 Majors hoffentlich mal aufsteigen. So, wir haben Leute mit Schilden, ob natürlich jetzt Granaten immer so eine Sache sind. Das ist der, wobei ne, doch ist der Ausrüstungsslot. Ich will, dass wir einen Granatenslot haben. Du kriegst natürlich einen Schussanzug. Und noch den Flammenwerfer und die Schredderkanone. Glaube ich auch so stört, aber ich bleib beim Raketenwerfer, der ist cooler. Zumal der Raketenwerfer triggert triggert ja auch Salve und ich glaube, das tut die Schredderkanone eben nicht. Das ist ein bisschen abfuck. So, du hast eine Splitterkanone, kriegst noch mal die Gefahrgutweste. Ich will mal eben kurz gucken, die nämlich alle... Okay, sie hat eine PKS drin. Waffenverbesserung. Machen wir das mal so. Du hast zum Beispiel keine PKS. Dann hast du jetzt eine. So. Ja, die Kritte der eh relativ selten, dann ist das vielleicht nicht verkehrt. Dann deine Waffe. Das ist die fortschrittliche Magazinerweiterung. Natürlich die Kragende. Und wir bleiben bei dem fortschrittlichen Zielfernrohr, denn wir haben kein überragendes. Das ist ein bisschen nervig. So, Mox, du kriegst den
überragenden Sticher mal rein. Eine Chance auf Bonusaktion, er hat ja immer zwei Aktionen, das ist vielleicht nicht verkehrt. Zielfernrohr ist zwar nett, aber meine Zielerweiterung ist vielleicht nicht verkehrt. Du Chris, also hast sogar nur einen Slot gelegt. Zielfernrohr und fortschrittlicher Schaft. Ja, gut. Nicht ideal. PKS haben wir keine mehr. So. Die Frage ist jetzt, was geben wir Mox mit? Ich glaube, wir nehmen wirklich mal den Ultraschallköder. So, haben wir Damage. Wir haben Heilen. Wir haben Tank. Das. Sky Ranger eingesetzt. In Position für den Einsatz. So, 22 Gegner, die normalen Verlorenen nicht mitgezählt. Verlorenen Rohlinge schon. Und es ist halt echt von Vorteil, dass die verlorenen Rohlinge wirklich auch nur auch von dem Präzisionstreffer erlegt werden. Beziehungsweise von zwischen die Augen heißt es ja, Präzisionstreffer ist, dass wir danach nochmal agieren können. Einer unserer Widerstandskontakte hat uns einen Notruf geschickt. Ein paar ihrer Leute mussten sich vor Advent-Truppen in den Überresten der alten Stadt in der Nähe verstecken und der Kontakt zu ihnen ist abgebrochen. Ihre aktuelle Position ist nicht bekannt, aber der Widerstand schickt jemanden, um bei der Rettung zu assistieren. Zwei Sniper sind da. Ein Ingenieur. Die VIP und unser Widerstandskontakt halten sich irgendwo in diesem Gebiet versteckt. Sie zu finden hat oberste Priorität, aber halten Sie auch nach weiteren Überlebenden in der Nähe Ausschau. Wenn Sie die Ziele sichergestellt haben, begeben Sie sich zur Evakuierung zu den angegebenen Koordinaten. Seien Sie vorsichtig da draußen. Die Frage ist natürlich, wo sind die weiteren Widerstandssoldaten, die wir retten können sollen, tun. Und los jetzt. Wäre halt cool zu wissen, wenn ich die retten soll. Da hat irgendwer den Ofen angelassen. Sieht zumindest so aus. Steige auf! Gehen wir einfach mal mit allen nach Dublin. Ich werde jetzt nicht irgendwie die komplette Karte absuchen. Da muss ich zugeben, habe ich nicht so die Motivation zu. Wird gemacht. Das sei mir hoffentlich vergeben, aber eigentlich will ich unsere Leute hier primär nur sicher rausbringen. So, und einfach weil du bist, das Eile. Vielleicht deckst du ja mal ein, zwei Gegner auf. Das wäre irgendwie cool. Scheinbar aber nicht. So, Mox darf noch. Nee, Mox darf dahin. Ich liebe den Kletterhaken, ne? Auch wenn er jetzt gerade an sich nicht viel bringt, aber der ist teilweise so gut. So. Du gehst noch nach da oben. Los geht's. Und dann dürfen die auf Feldposten stehen.
So, vermutlich fliegen wir auf, wenn wir die VIP retten, ne? Das würde mich ziemlich wundern. Wäre nicht das erste Mal. Beziehungsweise ich meine, es war schon einmal so. Wir können die VIP wurde visuell bestätigt. Denken Sie daran, die VIP zum Evakuierungspunkt zu bringen, hat oberste Priorität. Ihr darf nichts zustoßen. Ja, wir sind bemüht. Ein langer Marsch. So, alle mal schön nach vorne. Begebe mich zur Zielposition. Wichtig ist, dass sie durchs Fenster springen. Ich rücke aus. Das wäre nämlich nicht so geil. So, man kann sie ja glücklicherweise notfalls auch so lenken. Bin unterwegs. Sind auch verbunden. Das heißt, wenn sie da reingeht, ist das auch in Ordnung. Wechsle Position. Ich würde mich nämlich, wie gesagt, trotzdem gerne ein bisschen zumindest umgucken. Nicht viel, aber ein bisschen. Du kannst dich nicht verstecken. An sich müssen wir theoretisch noch nicht mal einen einzigen Gegner hier besiegen. Mein Leben liegt in wenn wir schnell sind. Da ist einer der Sniper. Das wäre natürlich cool, Überwachung läuft. Trotzdem den mitzunehmen. Dann hätten wir auf jeden Fall noch einen würdigen Partner für den, für die Hackerin, die ohne Partner dasteht. Okay. So. Die Frage ist jetzt, wo sind die Gegner alle? Erst die Evakzone, das wird hart. Bin unterwegs. Das könnte hart werden. Okay, mal bestätigt. Dann den nächsten. Machen wir das Fenster los. Rohlinge. Bin gleich da. Ich muss mich beeilen. Mehr Rohlinge. Das Ziel ist markiert. Gebe Feuerschutz. Da eine feindliche Patrouille. So, es ist übrigens immer noch nicht so ganz geil, wenn ich sehe mehr als das die Verlorenen auf die auf den Kodex gehen, weil der multipliziert sich halt einfach nur unendlich oft. Wäre nicht so cool. Die Fenster sind natürlich jetzt alle zu. Das stört mich ein bisschen. Bin schon dabei. Aber was will man machen? Man kann sie leider nicht manuell öffnen. Wenn ich sagen muss, dass das schon noch echt ein cooles kleines Detail wäre, wenn man auch Fenster öffnen könnte und nicht nur Türen. Wechsle Position. Bestätigt. So, die Frage ist natürlich jetzt. Bestätigt. Überwachung läuft. Es geht nichts. Was machen wir? Halte die Augen offen dabei. Die scheinen ja die Sniper nicht anzugreifen.
Oh doch, doch. Zumindest ist der Kerl gerade auf Feuerschutz gegangen. Der hat den Schild aktiviert. Der hat aber den Schild aufgekriegt. Hä? Hab ich jetzt nicht verstanden. So, der ist doch. Cool. Okay. Aber trotzdem hat der Sniper den Schild gekriegt. Hab ich nicht. Muss ich offen und ehrlich zugeben. Habe ich gerade nicht. So, die Frage ist jetzt, bricht gleich die Hölle los, wenn wir... Na, wir fliegen höchstwahrscheinlich auf. Und ich habe mal wieder... Ich habe schon wieder nicht gespeichert am Anfang der Mission. Warum eigentlich nicht? Was ist so schwer daran, am Anfang mal zu sagen, okay, ich speichere jetzt. Schon unterwegs. So. Melis 1-5, Sie haben die Primärziele im Schlepptau. Sichern Sie auch alle weiteren Soldaten, wenn möglich, aber bringen Sie vor allem unsere Kontakte zum Evakuierungspunkt. Moment, wir sind gerade nicht aufgeflogen. Bewege mich zum Ziel. Das ist geil. Ich hätte 100% damit gerechnet, dass wir aufliegen. Ich gehe, wohin Sie mich schicken. Sie haben uns gefunden! Das ist einer der Kontakte, die wir suchen, aber es sind noch weitere im Gebiet. Ihn, weil er von den beiden direkt flankiert ist. Oh. Hä? Und jetzt zwischen die Bogen nicht mehr dabei. Doch, eigentlich schon, oder? Nicht gerade doof. Sie ist noch getarnt. Jetzt komme ich. Oh. Dass sie von hier aus nicht einmal im Kletterhaken kommt. Das wundert mich ein bisschen. Bin unterwegs. So, ich hab dich gerne auf dem Balkon. Die VIP. Kann mal ein bisschen vorgehen und da unten warten. Du kannst mir nicht sagen, dass die sich dabei nicht eigentlich alle Beine brechen müssten. Ich glaube, ich habe gerade unsere VIP getötet. Ich weiß, wo du bist. Gekonnt. Fucking konnte. Shit. Ja, das könnte jetzt ein kurzes Vergnügen mit der VIP gewesen sein. Ach, weil der den Scheiß gerade nicht hat, weil der so gesehen nicht als einer von uns gestartet ist. Was ist das eigentlich für ein Kacklappen, der Typ? Ich bitte euch. So, 100% Chance zu treffen. Leider natürlich eine 50% Chance aufzufliegen, aber hey. Das unausweichliche Schicksal der Aliens. Ja. Oder? Ja, gut. Deine Freunde stoßen bald zu dir. Ach so. Hat sie scheinbar eine 0% Chance aufgelegt zu werden, wenn sie den Typen tötet? Oder wie? Einer von vielen. Das ist jetzt aber nicht so eine hohe Chance. Das gefällt mir nicht. Dann gehst du trotzdem mal dahin, damit ich du nicht flankiert wirst von ihm. Du kannst nicht weglaufen. So, Mox kann ja auch runter.
So, Salve. Wir können den Gegnern schon gut wehtun jetzt gerade. Die Frage ist halt, ob das ausreicht. Wieso bist du eigentlich flankiert? Von dem hier oder was? Muss man mir mal logisch erklären, aber pst. Also. Können wir ja schon auf den Keks gehen. So, die Frage ist, kann sie durch diesen Doppelschuss auffliegen? Könnte sie. Wird sie aber nicht. Sehr gut. Bin zufrieden. Das macht zwar genug Schaden, aber würde ihn halt in einer Scheißposition stehen lassen. Habe ich nicht so die Lust drauf. So, wir müssen 6 Schaden machen. Wir könnten dem Peitschnieb vorschicken, der kostet keine Aktion, macht garantiert die 6 Schaden. Sehr gut. Das Ziel lebt nicht mehr. So, dann kannst du auch die Gerechtigkeit auf den wirken. Komm her! Weil das betäubt ihn ja. Beziehungsweise kann ihn betäuben. Das Ziel ist weiterhin aktiv. Tut's leider nicht, das heißt der Klon ist weg. Ist nicht so cool. So, Chops hat aber ja noch eine Aktion und kann entsprechend. Weil wir können den Sensenmann aktivieren. Ich mache es schnell. Dann von der Position aus den Schwerthieb reinballern. Sie haben mich. Naja. Kein Ding. Feindliches Ziel erledigt. So. Und dann. Na, sie kommt nicht mehr an den Dingens ran. Schade, aber auch. An den anderen Kodex. Das war eigentlich meine Hoffnung ursprünglich. Der brennt, das ist ja gut. Geht zwar in Kampfrausch, aber. Aber eigentlich ist es nicht gut, weil dann kann er ja nicht Feuerfedern einsetzen. Aha, er brennt. Aber gut, Dots sind Dots. Und wenn er sich jetzt auch nur irgendwo hin bewegen will, dann. Die Götter erheben mich! Ich gebe dir gleich auf die Nase. Moment, hat er eine neue Rüstung an? Wie sieht die Rüstung anders aus als vorher? So, das Problem ist, er hat jetzt noch eine neue Fähigkeit gekriegt, nämlich den Ebenenläufer. Hat aber immer noch nur die gleichen 2 Schwächen. Und ich habe mal wieder. Um euch niederzustrecken! Ja, halt die Schnauze. Das Problem ist, der Vorteil ist, wir könnten theoretisch einfach abhauen. Es gibt kein Entkommen mehr. So. Die Auserwählten werden es uns nicht leicht machen. Köpfe runter und weiter vorrücken. Wir müssen ihre Position erreichen, um sie auszuschalten. Das könnte jetzt unangenehm sein. 3 Waffen. Was ein Arsch. Aha. Toll. Was war das denn, Jobs? Besser zielen. Ja. Aha. Wow! Alles gut. Trotzdem nehme ich bitte das erzählen. So, verlorenen Schwarm in der Nähe, okay. Du entkommst mir nicht. Na, die können wir jetzt unsere Dragonore aufdecken. Spenden sie.
hast nicht getroffen, wir sehen es ein. Danke. Dann stürzt euch bitte auf den da. Nee, nicht auf den. Den Kodex ist immer so nervt. So, wir müssen da aus dem Sekundenz raus. Es wird schon nichts passieren. Sollte hoffentlich nichts passieren, wenn du einfach nach unten gehst. Und weiter geht's! So, Mox. Komm, du gönnst dir einfach mal. Schuss, du eins trifft. Und dann ist die Chance, dass der zweite trifft, noch besser. Sehr schön, 85 gegeben. Oh, das ist sogar noch eine Bonus-Aktion. Das Ziel ist tot! Es scheint, als hätte meine Schwester ihre Pflicht zur Auslöschung eurer verräterischen Legionen vernachlässigt. Ich will nicht so nachlässig sein. Waffe geladen. Nee, 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 immer diese Familienkonflikte hier. So, könntest du den einfach mal über den Haufen schießen? Habt ihr das gesehen? So. Das ist zwar keine gute Chance, aber gib ihr. Hoffentlich. Echt? Ich bin zufrieden. Schon beeindruckt? Der Tod dieser Untergebenen wird nichts ändern. So, Dragonova. Oh, 80% Trefferchance und das würde mit Virus an seiner Rüstung zerlegen. Eigentlich sollst du den hinten zerlegen. Ich stehe zu dir, ich werde dich immer finden. Ach, Kacke. Sie haben uns entdeckt. Stimmt ja. Der sieht die ja immer. Egal. Keine Kompromisse! Ich brauche mehr Munition! Nicht vergessen, Sie sind nicht die Opfer! Lade nach, nee, ich habe keine Munition mehr. Das zu vergessen ist schwer. So, das Problem ist, dass ein Städter da oben. Ich würde ihn ja gerne woanders haben. Gehst du erstmal dahin? Jetzt schon mal. Ich bin bereit. So, unsere VIP. Wieder keine Deckung. Wow, 20% Chance. Das ist ja schon fast viel. Sollte ich da vielleicht mal den heftigen Schuss anwenden? Das Problem ist, erstens Granaten locken verloren an, was nicht das Problem ist, aber Granaten. Ich verleihe dir Stärke. Haben nicht so die Reichweite. So, aber seine Granatenreichweite. Rakete unterwegs. So, setze ich erstmal wieder hin. Nach dem Treffer direkt zu einer anderen Position gesprungen. Eins meiner Geschwister ist zu den Ältesten hinter der Bleiche dieser Welt gegangen. Bald werden auch sie von ihnen umarmt werden. Der Auserwählte ist genau dort, wo wir ihn haben wollen. Greifen wir an. Ich muss sagen, da will ich ihn eigentlich nicht haben. Einfach mal lustigerweise darauf schießen. Nee. Nee, eigentlich nicht. Schwert kommst du dahin. Das
bringt uns halt auch nicht viel. Ich gebe Feuerschutz! Bringt den Gottlosen die Gnade der Ältesten! Dass der halt sich da vorne teleportiert hat. Ich hatte gehofft, der teleportiert sich halt einfach weg. Aber wollte er scheinbar nicht. Ja, schießt ruhig auf die ganzen verlorenen. Weniger Munition, die ich verbrauchen muss. Das wundert mich jetzt eher weniger. Das war nichts. So, wir müssen halt seinen Schild mal zerlegen. Wobei der müsste auch bald auch schon wieder auf. Hören, ne? Tja, ihr habt halt keinen zwischen die Augen sonst. Naja, teleportiert noch die Verbündeten weg. Das ist gar nicht so eine nette Position. Das ist auch nicht. Ihn hat es scheinbar aber nicht getroffen. Sie bewegen sich ziellos, ohne Sinn und Verstand. Ihr Menschen solltet dankbar sein, dass ihr euch bei eurem Tod noch eurer Existenz bewusst seid. Bla bla bla. So, wenn die Verlorenen vorbei sind, machen wir aber für diese Verlorenen Schluss. Kommt daneben. Du kannst dich nicht verstecken. Also, die gehen viel Strebe zu meinem Sigi. Das ist ja unmöglich. Gerade einer vom Dach gefallen. Teleportiert er sich jetzt eigentlich jedes Mal? Ja, scheiße. Das ist. Einer unserer Soldaten ist am Boden. Bringen Sie ihn wieder auf die Beine. Schnell! Ja, ich bin dabei. Natürlich. Dahin. Wieder nicht bewegen, das wird schon wieder. Darf's dann auch den einen da mal über den Haufen schießen? Bitte. Kacklappen. So, das Problem ist, dass der Kerl jetzt da hinten steht. So, Mox. Mal den Ballon weg. Wir dünnen das Heer der Ältesten aus. Ich will gerade nur noch eben die VIP hier ein bisschen decken. Bewege mich dorthin. So. Ich bleibe siegreich. Und Waffe leer geschossen. 70. Ich will den da gerade noch nicht angreifen, zumindest nicht mit ihm. Ich will dem nämlich erst noch irgendwie nochmal eine Explosion reinjagen. Aber das machen wir dann in der nächsten Folge nachher um 15 Uhr. Bis dahin hoffe ich, dass es euch gefallen hat und wir sehen uns. Ciao, Freunde.